Hallo, willkommen bei Conny Canarias und Spanisch mit Conny. Bienvenidos a Conny Canarias. Hoy el pasado. Heute geht es um die Vergangenheit. Und zwar die zusammengesetzten Zeiten werden im Spanischen mit dem Hilfszeitwort haber und dem Mittelwort der Vergangenheit Partizip perfekt gebildet. Das Hilfszeitwort ist immer aber, und zwar auch dann, wenn es im Deutschen mit dem Hilfszeitwort sein wiederzugeben ist. Also immer mit aber bilden. Ich mache ein paar kleine Beispiele. Hast du lange gewartet, Antonio? Hast du lange gewartet, Antonio? Has esperado mucho, Antonio? Has esperado mucho, Antonio? Mehr als eine halbe Stunde. Mehr als eine halbe Stunde. Más de media hora. Más de media hora. Wo bist du gewesen? Wo bist du gewesen? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Ich bin einkaufen gegangen. Ich bin einkaufen gegangen. He ido de compras. He ido de compras. Comprar, kaufen, Vergangenheit, comprado. Comprado. Comer, essen, die Vergangenheit, comido. Comido. Vivir, leben. Oder wohnen, die Vergangenheit vivido, vivido. Und zwar das Mittelwort der Vergangenheit ist in den zusammengesetzten Zeiten unveränderlich. Bei den regelmäßigen Zeitwörtern auf AR wird es durch Anhängen von ADO. Bei den regelmäßigen Zeitwörtern auf ER und IR durch Anhängen von Ido an den Stamm des Zeitworts gebildet. Hier noch ein paar Beispiele. Ich habe ein Kleid gekauft. Ich habe ein Kleid gekauft. He comprado un vestido. He comprado un vestido. Hast du schon gegessen? Hast du schon gegessen? Has comido ya? Has comido ya? Antonio hat ein Bier getrunken. Antonio hat ein Bier getrunken. Antonio ha bebido una cerveza. Antonio ha bebido una cerveza. Wir sind ins Theater gegangen. Wir sind ins Theater gegangen. Hemos ido al teatro. Hemos ido al teatro. Wo seid ihr gewesen? Wo seid ihr gewesen? ¿Dónde habéis estado? ¿Dónde habéis estado? Meine Eltern sind heute nicht gekommen. Meine Eltern sind heute nicht gekommen. Mis padres no han venido hoy. Mis padres no han venido hoy. Und in verneinten Sätzen steht das no vor dem Hilfszeitwort. In diesem Falle, wie eben in dem Satz, Mis padres no han venido hoy. So, das war wieder richtig viel. Mucho, mucho, muchísimo. Muchas gracias y hasta mañana.